Hallo, ich bin Salena und ich nehme das Video jetzt zum zweiten Mal auf, denn ich hatte es erst mit meinem externen Mikro probiert und ich habe null Ton. Klasse. Also machen wir das jetzt einfach nochmal. Heute geht es darum, was man wie oft im Haushalt einfach putzen sollte. Das Ganze ist abhängig von ein paar Faktoren, wie natürlich lebst du alleine, lebst du in einer WG, lebst du in einer kleinen oder in einer großen Familie und natürlich auch, wie hoch ist der Anspruch an Ordnung und Sauberkeit bei dir persönlich. Ich bin ein Putzerholic. Für mich ist Putzen Entspannung, für mich ist Putzen Stressabbau, also für mich ist Putzen das Ventil für viele, viele Stimmungen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video und nimm natürlich nicht jedes Wort explizit haargenau und leg's auch bitte nicht auf die Goldwaage. Ansonsten haben wir hier wieder endlos Diskussionsmaterial. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn du auf meinem Kanal schon länger mit dabei bist, dann weißt du, dass ich einen sogenannten Raumputzplan habe. Das heißt, viele Aufgaben fallen bei mir einfach im Haushalt täglich, wöchentlich, monatlich, vierteljährlich und auch jährlich an. Und ich habe es jetzt mal wirklich runtergebrochen auf die so, wie ich finde, wichtigen Dinge einfach, um ja so einen kleinen Anfängerguide oder so ein Mindestmaß an Grundordnung halten zu können. Und ich hoffe, das Video gefällt dir, denn ich wurde schon ganz oft danach gefragt und drum drehe ich das jetzt heute einfach ab. Und wir starten auch schon los mit den Aufgaben, die ich wirklich täglich erledige. Jeden Tag werden bei uns die Betten gemacht. Auch mit einem 35-Stunden-Job, den ich habe, auch mit YouTube und so weiter, gibt es für mich einfach Aufgaben, die sind täglich dran, die sind für mich einfach existenziell und einfach sehr, sehr wichtig, damit ich die Grundordnung einfach beibehalten kann und es nicht aussieht, als wäre es explodiert, wenn mal überraschend Besuch kommt, was jetzt gerade aktuell in dieser Corona-Zeit ein bisschen gar nicht vorkommt. Zu den täglichen Aufgaben gehört auch unsere Kaffeemaschine zu reinigen. Das bedeutet, dass ich sie einmal von außen feucht abwische. Wenn ich den Kaffee frisch gemacht habe, unsere Kaffeemaschine ist ein selbstmahlender Kaffeeautomat. Das heißt, Kaffee, ne, fällt immer wieder daneben und auch raus. Und das mache ich einfach jeden Tag sauber, um einfach die Schimmelbildung zu vermeiden und auch die Bakterienvermehrung zu vermeiden. Das, ja, unser Kaffeevollautomat ist natürlich dann auch so die Maschine, die schreit, wenn sie entkalkt werden möchte, also dann geht eine rote Lampe an und das ist immer dann dran, wenn eben die rote Lampe angeht. Das ist so alle 3 bis 5 Monate mal der Fall, je nachdem, wie viel Kaffee wir hier zu Hause getrunken haben. Aber das Ganze einmal von außen feucht abwischen und den Kaffeesatz leeren, das ist eine Aufgabe, die für mich einfach immer täglich dran ist. Das dreckige Geschirr und Töpfe und so weiter ist natürlich auch täglich bei uns dran. Dadurch, dass wir nur begrenzte Mengen an Geschirr haben, dadurch, dass ich ja aussortiert habe, ausgemistet habe, minimalistischer unterwegs bin, ne, ist es einfach so, dass wir nur noch 6 tiefe Teller haben und bei einem 3- bis 6-Personen-Haushalt bin ich gezwungen, jeden Tag das dreckige Geschirr zu erledigen. Was mir auch wirklich wichtig ist, sind die Oberflächen in der Küche einfach abzuwischen, das heißt die Arbeitsplatte und der Esstisch, damit ich vor dem Essen das gut zubereiten kann, also sprich eine saubere und ordentliche Arbeitsplatte habe, wo ich genügend Platz habe, um zu kochen, aber auch um dann danach einfach nach dem Kochen und wenn das dreckige Geschirr aufgeräumt ist, dann einfach wieder eine Grundordnung in der Küche zu haben. Die Wäsche täglich, ja, wenn dann welche da ist, also wenn sie voll ist, bedeutet, wenn ein Wäscheabteil voll ist, dann wird es natürlich auch gewaschen. Es gibt Tage, da habe ich überhaupt keine Wäsche zu waschen, weil wir einfach weniger verbraucht haben oder aber auch, wo mal 2, 3 Maschinen dran sind. Das ist aber dem Umstand geschuldet, ob ich unsere Bettwäsche komplett einmal durchwasche oder eben, ja, ne, wenn es halt anfällt. Was mir auch wichtig ist, dass jeden Tag hier mal zumindest unser Heribert durchfährt. Heribert ist unser elektrischer oder selbstständiger Bodenstaubsaugerroboter und das ist natürlich auch nochmal dran, dass ich den einfach anschalte. Wenn ich denke, jetzt muss mal wieder, nur einmal am Tag mal kurz drauf gedrückt und dann lasse ich den so lange, wie ich die täglichen Aufgaben erledige, einfach mal schnell durchflitzen und ja, erledige dann, wenn ich sehe, da hat er, war er noch nicht schnell genug dort, dann nehme ich natürlich meinen Akkustaubsauger, den Ultimate Livington Prime, den ich immer noch zu 1000% empfehlen kann und sauge dann nochmal schnell nach oder andere Bereiche, wo der Staubsauger einfach noch nicht war. Das ist mir aber auch einfach sehr wichtig.
Was mir auch wichtig ist, sind so bestimmte Bereiche im Bad, wie zum Beispiel die Toilette, die ist täglich dran. Und was mir dann auch noch wichtig ist, neben dem Waschbecken, natürlich auch unsere Ablageflächen, denn da spritzt auch mal was daneben, Zahnpasta, vom Händewaschen, die Seife etc. Was für mich auch noch jeden Tag dran ist, ist unser Waschbecken und natürlich dann auch unsere Küchenspüle, denn das sind so Bereiche, wo wir natürlich auch sehr viel mal schnell auswaschen, uns die Hände waschen oder ja, das ist einfach so eine Sache, die für mich persönlich einfach jeden Tag zu erledigen ist. Kommen wir auch schon zu den wöchentlichen Aufgaben, die ich als einfach sehr wichtig empfinde. Das ist das komplette Saugen der Wohnung. Wir liegen hier so bei 98 bis 100 Quadratmetern. Je nachdem, ne, wenn ich unseren Hausflur und die Treppen noch mit dazu rechne, dann sind wir locker bei 100 Quadratmetern. Und das wird einmal die Woche gründlich gesaugt und natürlich dann auch im Anschluss gründlich gewischt. Denn ihr wisst, ich bin Stauballergiker und ich habe einfach einen Putzfimmel. Das ist bei mir nun mal so. Putzen ist für mich ein Ventil für viele, viele Emotionen. Zum Abschalten, zum Stressabbau, zum Nachdenken, zum Überlegen, zum Entspannen. Putzen ist für mich tatsächlich auch Entspannung und ich bin ein Putzerholik, ich kann es leider nicht ändern. Was mir auch noch wichtig ist, einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, das kommt natürlich je auf den Verschmutzungsgrad drauf an, ist die Spiegel bei uns in der Wohnung zu putzen, Zahnpastaflecken, Fingertapsen, ja, Fettflecken. Dadurch, dass wir ja viel mit natürlichen Ölen arbeiten, haben wir natürlich auch mal fettige Fingerabdrücke am Spiegel. Dann werden die natürlich, je nachdem, ne, wie viele es denn sind, einfach mal schnell abgewischt, aber mindestens einmal die Woche auf alle Fälle. Einmal die Woche wird hier auch jeder Raum in unserer Wohnung einfach staubgewischt. Das ist mir sehr wichtig. Stauballergie und so weiter. Auch wichtig ist mir dann natürlich, dass ich einmal die Woche das Bett, also die Bettwäsche wechsle und wasche. Gerade auch im Sommer mindestens einmal die Woche, je nachdem. Ne? Schweiß, Staub, Milben, ich habe dazu schon mal ein ausführliches Putzvideo gemacht. Hygienisch schlafen nennt sich das Ganze, das verlinke ich dir hier oben in der kleinen Infobox, falls dich das interessiert. Wie so ein Großputz im Bett aussieht. Dieser Großputz mit Matratzenreinigung ist natürlich dann so alle 3 bis 4 Monate oder 3 bis 6 Monate dran. Das mache ich nicht jede Woche, aber was ich wirklich jede Woche mache, ist, dass ich die Bettwäsche einmal komplett durchwasche. Was mir auch noch wichtig ist, ist zu gucken im Kühlschrank. Einmal die Woche habe ich irgendwas an Lebensmitteln vergessen zu verwenden. Trotz Menüplanung, trotz Einkaufsplan. Gibt es auch bei mir immer wieder mal ja einfach Lebensmittel, die weit hinten im Kühlschrank verschwinden. Und damit ich dann da einfach gucken kann, dass ich nichts vergesse, dass mir nichts schlecht wird und ich somit auch effektiv Geld sparen kann, weil ich nichts mehr wegschmeißen muss, gucke ich einmal die Woche, habe ich irgendwas vergessen. Und wenn es noch gut ist, Geschmack, Geruch und Aussehen, dann wird es sofort verwendet, bevor es dann tatsächlich abläuft oder auch richtig, richtig schlecht wird. Was mir auch wichtig ist, einmal die Woche, sind einfach unsere Küchenfronten abzuwischen, dadurch, dass wir ja weder Griffe noch Knöpfe haben, sondern das wirklich mit Touch machen, also mit Berührung unsere Schränke und auch die Schubladen öffnen. Einmal die Woche ist es mir sehr wichtig, dass ich da einmal die Fronten von außen abwische, genauso auch den Kühlschrank von außen, damit das Ganze einfach hygienisch und sauber ist. Einmal die Woche ist natürlich dann auch die Mikrowelle dran, je nachdem, wie oft wir sie benutzt haben. Also dadurch, dass ich jeden Tag frisch koche und ich relativ wenig zum Aufwärmen habe, da ich recht gut angepasst auf unsere Familiengröße koche, benutzen wir unsere Mikrowelle recht selten. Heißt, einmal die Woche, wenn wir sie häufig benutzt haben, wird sie definitiv gereinigt. Dazu gibt es auch viele verschiedene Videos, wie ich das mache, hier oben im i bereits für dich verlinkt. Wichtig ist mir auch, einmal die Woche die ganzen Geschirrhandtücher, Lappen und Putztücher zu waschen. Heißt nicht, dass ich sie nicht täglich wechsle, bedeutet aber, sie werden in ihrem eigenen Fach einfach gesammelt und einmal die Woche bei 60 Grad mit durchgewaschen, denn ich wasche nicht alles auf 60 Grad, sondern nur bestimmte Dinge, wo ich weiß, dass sie mit bestimmten Bereichen einfach in Kontakt gekommen sind und dann werden die bei 60 Grad Kochwäsche einfach durchgewaschen, um sie dann auch sauber und wieder keimfrei zu haben. Einmal im Monat, und jetzt nagel mich nicht drauf fest, es ist natürlich so, dass ich mit offenen Augen durch meine Wohnung gehe und wenn ich solche schicken Sachen sehe wie Staubspinnweben, wie jetzt hier oben im Büro, dann ist das definitiv immer mit dran, wenn ich es sehe. Aber sowas ist im Großen und Ganzen einmal im Monat dran, das heißt einmal im Monat checke ich einfach mal kurz oben. Wir haben über 2 Meter Deckenhöhe,
wir haben, glaube ich, sogar 2,50 bis 3 Meter teilweise. Dann gucke ich, muss da was entfernt werden oder nicht. Aber jeden Monat ist definitiv dran, dass ich meine Staubsaugerfilter reinige. Das heißt, wir haben keine Beutelstaubsauger, die sind beutellos. Aber es werden definitiv die Müllbehälter geleert, wenn ich das nicht schon mal festgestellt habe während der Benutzung, dass einfach die Saugleistung nachlässt, weil die Filter voll sind, also die Müllbehälter in den Staubsaugern. Und dann wasche ich auch wirklich einmal im Monat die Filter komplett aus, lasse sie trocknen und alle 3 bis 6 Monate reinige ich dann auch die Walzen, je nachdem, ne? Also mit offenen Augen mit seinen Haushaltsgegenständen einfach umgehen und benutzen und sehen, okay, jetzt ist die Walze einfach voll. Mit Haaren, mit Staub, mit Wollmäusen, dann wird die gleich mitgemacht. Aber im Schnitt wäre das dann alle 3 bis 6 Monate dran. Jeden Monat werden bei mir auch die Lampen abgestaubt. Wir halten es ja nun mittlerweile sehr, sehr minimalistisch. Bedeutet, ja, unsere Lampen eben, ne? Variante Baulampe, aber auf minimalistisch stylisch geregelt das Ganze. Und die sind aber einmal im Monat mit dran, dass sie mit abgestaubt werden. Wir haben keine Vorhänge mehr, wir haben nur noch Faltrollos von IKEA, die magnetisch arbeiten. Das heißt, ich kann mir das je nach Lust und Laune, Höhe und Tiefe einstellen. Die werden aber einmal im Monat einfach mit abgestaubt. Und alle 3 bis 6 Monate schmeiße ich die dann auch mit in die Waschmaschine, um sie einfach mal durchzuwaschen. Was mir auch wichtig ist, einmal im Monat, das ist die Waschmaschine tiefen zu reinigen, den Geschirrspüler tiefen zu reinigen, den Ofen tiefen zu reinigen. Auch dazu gibt es schon Videos auf meinem Kanal, die verlinke ich dir natürlich auch hier oben im i. Dadurch, dass wir ja unsere ganzen Putzmittel und Waschmittel selber machen, geht das ganz anders, diese Reinigung, ne? Wie eigentlich so mit Chemiekeulen. Und falls dich das interessiert, dann findest du das natürlich hier oben links im i verlinkt. Alle 3 bis 6 Monate. Alle 3 bis 6 Monate ist die Reinigung des Kühlschrankes dran, bedeutet alles raus, einmal alles abgewischt, einmal wieder alles neu organisiert. Selbiges gilt dann natürlich auch für die Vorratsschränke, also wo wir unsere Vorräte drin lagern in der Küche. Wenn ich dann feststelle, oh, ein Organisationssystem hat nicht so funktioniert, wird das einfach neu organisiert. Dazu habe ich auch letztens erst ein Küchenorganisationsvideo gedreht. Das findest du natürlich auch hier oben links im i verlinkt. Wir haben eine fest installierte Duschkabine, die ist bei mir wöchentlich mit dran. Wenn du aber einen Duschvorhang hast und deiner waschbar ist, dann solltest du ihn alle 3 bis 6 Monate einfach mal mit durchwaschen, spätestens. Je nach Verschmutzungsgrad und so weiter und den verschiedenen Faktoren. Was mir auch wichtig ist, alle 3 bis 6 Monate, falls unser Staubsauger mal ein bisschen nachlässiger gearbeitet hat, das ist dann einfach unter den Möbeln Staub zu saugen und alles rauszuholen, was da drunter gerollt oder dahinter gerutscht ist, sei es Spielzeug, sei es Wollmäuse, und dann auch wirklich darunter einfach mal kurz feucht rauszuwischen, damit ich einfach weiß, Stauballergie und so weiter. Ne? Es ist einfach alles da. Und es ist interessant, was man dann teilweise unterm Kinderbett so für Spielzeug findet, was schon ewig und 3 Tage vermisst wurde. Was mir auch wichtig ist, alle 3 bis 6 Monate, das ist, ja, oder was mir wichtig wäre, im Garten, ne? Alle 3 bis 6 Monate wird natürlich dann auch da die Terrasse geputzt und sauber gemacht und dann auch wirklich die Stühle. Da wir aber unseren Garten in einem Schrebergarten haben und nicht on top an unserer Wohnung dran, ist es ein bisschen vernachlässigt, das Thema. Aber falls du eine Terrasse oder einen Balkon hast, alle 3 bis 6 Monate, finde ich, wäre ein guter Abstand dafür, sich da einfach mal drum zu kümmern. Zierkissen auf unserem Sofa oder auch wirklich die Decken und Kopfkissen-Inlets in den Bezügen sind bei mir auch alle 3 bis 6 Monate dran. Genauso auch wie unsere Tagesdecke, die auf dem Sofa liegt, oder auch unsere Tagesdecke auf den Betten. Alle 3 bis 6 Monate werden die mit durchgewaschen. Kommt eben, wie gesagt, drauf an, welche Jahreszeit haben wir, wie verstaubt ist es etc. Sind Flecken drauf und so weiter. Alle 3 bis 6 Monate wird natürlich dann auch unsere Kaffeemaschine entkalkt. Also unsere Kaffeemaschine schreit im Abstand von 3 bis 5 Monaten, hallo, ich möchte mal bitte jetzt entkalkt werden. Dann fällt das da einfach mit runter. Solltest du eine Kaffeemaschine haben, die sich nicht selbstständig meldet, sprich ein rotes Licht geht an und schreit, entkalke mich, dann solltest du dir das alle 3 bis 6 Monate mal auf deinen Plan schreiben, damit deine Kaffeemaschine einfach entkalkt wird. Den Wasserkocher natürlich nicht vergessen, falls du ihn oft benutzt. Und genau, dann schmeckt auch der Kaffee gleich viel besser.
Was mir auch wichtig ist, alle 3 bis 6 Monate sich einfach mal um die Abflüsse zu kümmern. Wir leben hier in einer Wohnung, die sehr alte Rohre hat, das heißt, die verstopfen relativ schnell. Und auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, wie ich ganz biologisch, ökologisch, nachhaltig unsere Abflüsse reinige. Hier oben, Emmy. Der Ofen, wie schon erwähnt, ist auch alle 3 bis 6 Monate dran, genauso auch unser Tiefkühlfach. Sind die Sachen noch gut, muss ich sie recht schnell verwenden. Und dadurch, dass wir ja jetzt anfangen, in unserem Garten mehr auf Selbstversorgung, was Obst und Gemüse angeht, jetzt drauf zu achten und uns da jetzt so aktiv im allerersten Jahr befinden, ist es mir dann natürlich ein besonderes Anliegen, alle 3 bis 6 Monate dann auch unseren Tiefkühler und auch unsere Vorräte einfach durchzugucken, wenn ich dann im Herbst groß eingemacht, eingekocht und mich darum gekümmert habe, unsere Vorräte einfach haltbar zu machen, dass mir Sachen nicht kaputt gehen oder schlecht werden und ich diese auch verwenden kann, um einfach auch die Familienkasse ein bisschen zu entlasten. Natürlich ist auch mein Auto alle 3 bis 6 Monate dran. Wenn du kein Auto hast, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du dir diesen Schritt sparen. Aber alle 3 bis 6 Monate mache ich mein Auto wirklich auch von innen sauber. Das heißt, die Fußmatten raus, die wasche ich dann einmal ab und entferne den halben Sandkasten auf der Rücksitzbank von unserem Kleinsten. Kommen wir auch schon zu den Aufgaben, die jährlich einfach dran sind. Das ist dann zum Beispiel, wenn du jetzt einen Kamin hättest, dass du diesen Kamin alle, ja, wirklich einmal im Jahr warten und reinigen lässt vom Schornsteinfeger. Bei uns kümmert sich die Vermieterin darum, dass unsere Heizungstherme jedes halbe Jahr, ne, eigentlich wäre es nur jedes Jahr Pflicht, aber alles einmal im Jahr kommt unser Heizungsinstallateur und guckt, ob noch alles funktioniert und genauso dann auch der Schornsteinfeger. Was mir auch wichtig ist, einmal im Jahr, wir haben Teppich, so nur einen Teppich oder zwei Teppiche in unserer Wohnung. Wir haben hier überall Laminat und Fliesen, aber im Wohnzimmer und hier im Büro habe ich einfach Teppiche, die ich waschen kann und das wird mindestens einmal im Jahr erledigt, je nachdem, ist was drauf gekleckert, habe ich mit Kaffee gepritschelt, hat der Kleine seinen Joghurt verschmiert und da habe ich einfach auch schon bei der Anschaffung darauf geachtet, mir einen Teppich zuzulegen, den ich nicht in die Reinigung bringen muss, sondern den auch meine Waschmaschine packen kann und der waschbar in der Maschine ist. Dazu gibt es aber dann auch bald ein Video und mehr möchte ich einfach noch nicht verraten. Was mir auch wichtig ist, einmal im Jahr wirklich an den Seiten zwischen Wand und Bad, also in unserem Bad zwischen Wand und Waschmaschine und Trockner einfach da auch sauber zu machen, bedeutet, es wird ein Stück einfach vorgeschoben und dann auch mal da der ganze Staub entfernt. Denn im Bad ist es wirklich auch so, mit den Fliesen zusammen, dadurch, dass im Bad ja eine höhere Luftfeuchtigkeit herrscht durch Duschen, Baden etc., dieser Staub wird praktisch gebündelt und klebt dann immer irgendwo. Und das ist auch bei uns nicht anders. Und einmal im Jahr mindestens schnappe ich mir dann den Wischer und erledige dann noch einfach mal die Badfliesen. Das heißt, ich wische die dann mit unserem Bodenstaubwischer von oben bis unten einfach durch. Kleinen Moment, der Kleine kommt. Entschuldigt die Unterbrechung, aber so ist es, ne? Wenn der Kindergarten zu hat und du arbeitest, also dein Hobby machst, kann halt dann auch sein, dass der Kleine einfach mal reinkommt. Einmal im Jahr, wie schon vorhin erwähnt, nehme ich einfach auch mal die Rollos runter und wasche die wirklich durch. Wenn du Vorhänge hast, dann würde ich dir das auch empfehlen. Und ja, dann kommt natürlich auch mal das große, große Fensterputzen dran. Fenster putze ich immer nach Bedarf, aber so richtig die Rahmen und auch dann die Fensterrahmen von innen und alles, also den kompletten Fensterrahmen, ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, wird einmal im Jahr richtig, richtig gründlich geschrubbt. Und die Fensterscheiben sind je nach Bedarf dran. Also wenn die Sonne bei, wir haben Südseite auf den meisten Fenstern, wie hier im Büro, im Kinderzimmer und auch im Wohnzimmer. Wenn ich dann da sehe, die Sonne scheint drauf und es sieht schon sehr milchig und fleckig aus, dann kümmere ich mich darum, sobald ich dann eben einfach Zeit habe. Küche, Bad und Schlafzimmer liegen auf der Nordseite, da fällt es mir dann weniger auf. Aber wenn ich dann sehe, okay, hier einfach die Südseite ist jetzt dran, dann mache ich natürlich unsere Nordseitenfenster auch mit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du sagst, ich putze dieses oder jenes in dem und dem Abstand, dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Oder auch, falls ich einen ganz wichtigen Punkt vergessen habe, wo du sagst, Alina, das hätte dir nicht entweichen dürfen in diesem Video, dann freue ich mich natürlich auf deinen Kommentar. Und falls dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch auf einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du dieses Video teilst, wenn du deinen
Freunden Bescheid sagst und meinen Kanal natürlich ein bisschen ja, weiter in die Welt verbreitest. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und bedanke mich schon jetzt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Alena.